So, willkommen. Und zwar sind wir heute auf dem Immo-Kongress hier in Augsburg. Und haben hier heute einen Stand und haben ganz, ganz viele fleißige Gespräche zu führen. Und wir können mal so ein bisschen schauen, hier ist schon einiges los. Also viele Leute. Ich glaube, gerade ist Einlass, es geht auch gleich los. Wenn man uns hier mal den Bildschirm anschaut, dann sieht man, was heute so geht. Genau, also wir sind ja gerade noch relativ früh dabei, deswegen die ersten Leute kommen schon rein, aber ansonsten geht es natürlich dann weiter mit spannenden Gästen. Tobias Beck ist dabei, Maximilian Wolf natürlich, Max Reil und so weiter. Also schöne, schöne Sache, und wir können vielleicht schon mal reinschauen in die Halle. Genau, also Halle füllt sich und ich denke auf jeden Fall ein richtig spannender Tag und viele, viele coole Gespräche, coole Vorträge auf jeden Fall. Genau, das wird gut. So, wir sind ja wie gesagt hier auf dem Immo-Kongress in Augsburg, und das Spannende auf solchen Kongressen ist natürlich immer, dass man mit super vielen Leuten in Kontakt kommt, und man muss halt immer schauen, natürlich, wem man am Ende des Tages spricht, aber gerade auf so einer Branchenveranstaltung, wie wir jetzt hier aktuell sind, tauscht man sich natürlich mit vielen, vielen Leuten am Markt aus. Also es sind viele Bauträger beispielsweise, natürlich auch Immobilienmakler, Händler und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil man natürlich von jedem Marktthema so ein paar verschiedene Dinge gesagt bekommt. Gerade aktuell natürlich akut Käufersuche, super, super erschwert, weil natürlich viele, viele Käufer Finanzierung nicht bekommen, also einfach die Solvenz aktuell einfach nicht da ist, um Objekte zu erkaufen. Und Makler nutzen die Strategien und so weiter, und wir sind eine der führenden Werbeagenturen für diese Sache und können natürlich hier aktiv auch immer wieder Support geben. Und ich hatte jetzt gerade auch in einigen in der VIP-Arena beispielsweise einige spannende Gespräche gehabt mit Leuten, die gefragt haben, hey Herr Schneider, wie kann man das denn jetzt aktuell machen, wie kommt man an spannende Käufe, wie funktioniert das? Und da kann man hier und da natürlich immer schon wieder mal ein paar Tipps geben. Und aber auch für mich ist es super spannend, natürlich auch da zu lernen, was machen die außerhalb von Online-Marketing, ne? Und auch da war beispielsweise ein Thema, dass natürlich auch hier und wieder Leads gekauft werden, und auch da in der Lead-Qualität viele, viele verschiedene Unterschiede da sind zwischen guten Leads, schlechten Leads, aber eine Sache bleibt immer gleich, und das ist einfach ein guter Vertrieb. Also egal, woher man Leads erwirbt, man muss dranbleiben, sofort anrufen im Idealfall und natürlich auch immer häufig Follow-up machen, um diesen Kontakt irgendwann einfach zu gewinnen. Und selbst wenn es nicht direkt zum Auftrag führt, dann kann es immer noch passieren, dass der Kontakt vielleicht einen weiterempfiehlt oder vielleicht in ein, zwei Jahren verkaufen möchte. Das kann passieren, aber deswegen A und O, und das ist so der Tenor auch im, wie ich bereits so ein bisschen gehört habe hier auf der Veranstaltung, Vertrieb ist super wichtig, und auch hartnäckiger Vertrieb, dranbleiben und Struktur im Vertrieb. Wenn du da mehr erfahren möchtest, dann schau gerne mal auf unsere Seite. Wir haben nämlich ein spezielles Vertriebskonzept für die Immobilienbranche entwickelt und können dich da aktiv unterstützen. So, hier bin ich jetzt mit Hendrik Kuhlmann von B&B Pro Hosting. Und Hendrik, was genau bietest du an? Ja, wir machen im Prinzip Kurzzeitvermietung, also der ganze Themenbereich Service Apartments, Airbnb-Vermietung, Ferienwohnung, das Ganze hat ja verschiedene Namen. Mhm. Und wir bieten Coaching in dem Bereich an. Ich betreibe das aber auch mit einer zweiten Firma komplett selbst. Mhm.
sind mittlerweile über 50 Einheiten, die wir selber betreiben in 4 Ländern. Und das ist das, was ich mache, jeden Tag. Spannend. Jetzt ist das ja wahrscheinlich eine Einstiegsmöglichkeit für Leute, die noch relativ neu sind und so in diese Immobilienschiene irgendwo reinkommen wollen, oder? Oder wie ist so die Hürde, um damit anzufangen? Ja, es gibt grundsätzlich verschiedene Wege, um überhaupt in dieses Thema mal einzusteigen. Mhm. Das eine ist, wenn ich jetzt gar keine Immobilie habe und in den Bereich Immobilie mal einsteigen möchte, da kann man sich auch was anbieten in dem Bereich. Muss man natürlich auf ein paar Sachen aufpassen. Das geht nicht so ohne weiteres, aber es funktioniert, nennt sich Arbitrage. Okay. Das ist das, was ich auch überwiegend mache. Ich habe früher mit Wohnimmobilien ganz am Anfang mal gestartet, mache mittlerweile nur noch Gewerbeimmobilien. Man kann das aber natürlich auch mit Objekten machen, die man selber zukauft, vielleicht speziell für den Zweck, den man im Bestand hat. Oder man übernimmt die Verwaltung für einen Dritten. Auch das ist quasi so ein dritter Weg, den es dann okay. hat. Das heißt, aktuell ist es ja schon schwieriger, als an Käufer zu kommen. Das ist ja aktuell aufgrund der Zinslage immer schwerer geworden. Bedeutet, wenn man jetzt Objekte im Bestand hat, dann kann man auch sagen, gut, zwischenzeitlich, wenn man jetzt keinen Käufer findet, man vermietet die, macht man mit Airbnb beispielsweise, ist auf jeden Fall eine Idee zum Beispiel. Ja, ist auf jeden Fall eine Idee. Ist auch ein legitimer Weg, gerade in der jetzigen Marktsituation. Einfach für so eine Zwischennutzung, wenn ich sowieso zum Beispiel an die Bank zahlen muss, bevor ich gar nichts davon habe oder vielleicht gar keinen Zugriff mehr habe, weil eben langfristig dann vermietet, kann das ein sehr legitimer Weg an der Stelle sein. Perfekt. Also blenden auf jeden Fall mal hier die Domain ein, wo man sich bei dir melden kann, wenn man da Interesse dran hat. Also wer Lust hat, ganz gerne mal bei Hendrik melden. Hendrik, ich danke dir. Genau. So, das war der Tag auf dem Immo-Kongress in Augsburg. Verdammt anstrengend, aber auch verdammt viel Spaß gemacht und super viele neue Kontakte kennengelernt, richtig viel genetzwerkt und war ein toller Tag. Ich glaube, wir haben auch in dem Video ein paar Eindrücke mal gezeigt aus der Messehalle, aus der Vortragshalle und so weiter. Das eine oder andere Gespräch natürlich auch geführt und so weiter. Und wenn du dich für Online-Marketing interessierst und sagst, du möchtest mehr Verkäufer oder auch so eventuell Käuferanfragen gewinnen, dann schau gerne mal auf standard-marketing.com. Du kannst ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern und dann sprechen wir einfach mal gemeinsam und entwickeln für dich den individuellen Schlachtplan. In dem Sinne, schöne Zeit, bis dahin, dein Hans.